Hallo liebe Filmfans, Abonnenten und natürlich andere YouTuber, die gerne mal in diesem Video reinschalten. Herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video. Leider ein bisschen verspätet, habe es zwar schon länger hier, aber leider war die Zeit nicht da, einfach ein Video zu drehen. Deswegen mache ich es jetzt. Ja, wie ihr sehen könnt, The Expendables 3 in dem Hero Pack und Extended Director's Cut. Und das haben wahrscheinlich schon so einige YouTuber schon vorgestellt. Deswegen spreche ich nicht so viel darüber. Packe ich es einfach mal aus für euch. Gut, ja. Ja, wie gesagt, ich habe den ersten nur im normalen Steelbook. Da werde ich mir jetzt dann irgendwann mal ganz günstig, kann es kriegen, ja, die hinterhergeschmissen, ganz günstig das Hero Pack kaufen. Und den zweiten habe ich im Hero Pack. Und ich habe auch Last Stand, heißt der so, auch im Hero Pack. Und da habe ich gedacht, da muss beim dritten Teil von Expendables auch das Hero Pack her. Ja, zum Film, wie gesagt, ich pack's ja gerade aus, kann ich auch noch nichts sagen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Es soll ja nicht gerade so der Beste sein. Aber sagen wir mal so, bei so einem Film muss ich ja ein bisschen auch der Kopf ausschalten, weil es ist ja auch ein Ballerfilm sozusagen, ne? So, dann machen wir mal das hier auf. Und was kommt mir da entgegen? Erst einmal das Steelbook, das machen wir mal raus und dann machen wir mal das hier raus. Und ja, da ist halt dann noch so ein bisschen das Zeug drin, das Expendables Logo, mehr aber auch nicht. Und halt das Feuerzeug. Ich glaube, das muss man erst aufladen, aber es ist eigentlich ein sehr gutes Feuerzeug, muss man schon sagen. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja, nettes Gimmick. So, dann packen wir das mal weg, zeigen euch nochmal hinten, wie es aussah. Also da ist das Steelbook dabei, Aufkleber und die ganzen Karten und natürlich das Feuerzeug, was hinten dann abgebildet ist. Die ganzen Dinger sind anscheinend hier in dem Steelbook drin und dann zeige ich euch einfach mal das Steelbook. Ja, es ist wieder mit so einem Lentikularbild, wo sich bewegt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen einigermaßen. Hier sieht das schon irgendwie einigermaßen, ne? Und das kann man natürlich abmachen. Und da hat man dann auch das normale Steelbook. Also das normale Cover halt vorne drauf. Wie man es auch so ohne irgendwas erhalten kann. Also halt das einzelne Steelbook. Ja. Hinten sind die ganzen, der ganze Cast sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, waren die anderen, waren glaube ich, hatten keinen Backcover, ne? Muss ich mal nachschauen später. So, dann machen wir mal auf. Und was haben wir dann hier alles? Dann haben wir hier einmal Werbung zu Sin City 2 und noch zu anderen Filmen. Dann hier der Aufkleber. Und dann die ganzen Karten. Also das ist Stallone, habe ich zweimal drin. Ja, warum nicht? Warum nicht? Fehlt dann irgendwo einer? Hä? 1, 2, 3, 4. Ah nein, Stallone, habe ich nicht zweimal drin. Es ist bloß der Aufkleber. Ja. Entschuldigung für dieses Missverständnis. So, dann schauen wir uns mal das Innere an. Da haben wir die Disc. Ist halt, wie bei einem anderen Teil, eigentlich das Logo. Dann die Schrift und das FSK-Ding. Nicht so viel ist draufgepappt auf der Disc. Und drinnen haben wir einen schwarz-weiß gehaltenen Innendruck. Ja, da sind sie wohl anscheinend gerade unterwegs, wie es ausschaut. Und es schaut ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, dann war es das auch schon wieder von, das kommt nicht rein, von dem Hero Pack, von Expendables 3 Hero Pack. War jetzt eigentlich ein kurzes Video, weil die anderen Packs fand ich ein bisschen umfangreicher. Vor allem beim zweiten Teil mit diesem schönen Stoffbanner. Das fand ich dann schon irgendwie ganz geil. Aber naja, ich muss es einfach haben.
wie es nun mal so ist. Und aus und basta. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und es werden noch weitere Videos folgen natürlich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.